Hallöchen und willkommen zurück bei Fire Emblem Three Houses. Ganz vergessen. Zweiter Part der Mission. Wie gesagt, denke, werden wir in dieser Folge ziemlich locker schaffen. Wir müssen mal eben gucken, wie wir das mit wem und warum überhaupt machen. Ich glaube, wir gehen mal hier, den nehmen wir mal kurz mit Petra raus. Petra wollen wir eh auf Bogen und Dings trainieren. Den Bogenschützen da hinten, den müssen wir auch mal... Was kriegt denn Petra sich hier hin? Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, Petra wollen wir ja Bogen und, Dings. Ja, dann schicken wir das Heimelinge vor Ort, ne? Die haben ja alle noch. Nicht Wurf bei H. Einen lässt sie dran mit der Mit der Eisenlanze doppeln wir. Ziemlich gut. Dann würden wir den Bogenschützen rausgenommen kriegen. Ich habe jetzt hier auch keine große Sorge, dass Edelgard die Angriffe nicht übersteht. Bernadetta, kriegst du den denn rausgenommen? Ich glaube ja nicht, ne? Nee. Mit Schwertkämpfer doppelst du halt nicht. Tja. Na gut, dann machen wir da erstmal kurz hier hinten quasi das gleiche wie eben. Kasper darf hier. Die einfach auch ausweicht. Vermut. So, den darf. Aber wir hätten es mal umgekehrt machen können, ne? Mit Kasper killen und den Felsen vorbereiten. This was beneath me. Ich hoffe echt, ihr hört die Hämmerei hier nicht. Es geht mir so auf den Zünder. Und das irgendwie mittags. Von Mittagsruhe haben die Leute hier echt noch nie was gehört. Und es ist auch vertraglich geregelt bei uns im Haus. Also im Mietvertrag. Dass hier von 12 bis 15 Uhr verdammt nochmal Ruhe zu herrschen hat. Und das ist, wenn das ja nur einmal in der Woche wäre oder keine Ahnung, es ist jeden Tag so. Also zumindest am Wochenende ist es jeden verdammten Tag so, dass hier irgendwo Randale ist. Poh, kurzer Rage, weiter geht's. Lassen wir Ferdinand hier hinten stehen. Ich weiß nicht, ob hier nochmal welche kommen oder nicht. Wir lassen ihn einfach mal hier warten. Und machen es hier. Mit Hubert. Oder mit Lindbert. Victory. So. Wie regeln wir das denn jetzt hier? Ziehen wir einfach Bernadetta da weg. Aus der Bogenschützenreichweite raus. Gehen mit Dorothea schon mal Richtung gepanzerte Einheit. Und lassen das hier so stehen. Ziehen vielleicht noch einen nach vorne mit beiden. Damit mehr Leute rankommen.
Du hast ja Eisenachs plus, naja. So, dann lassen wir die einfach kommen. Yo, Level 13. Boah, richtig gut. Also gut, die Magie ist jetzt ein bisschen nutzlos, aber trotzdem Stärke. Wenn Stärke und Speed dabei ist, ist immer gut. Sehr schön. Sehr schön. Du gehst auf Amras. Au. Und ihr kommt noch nicht ran. Wunderbar. Die beiden, die kriege ich wahrscheinlich, wenn ich kurz vorm Boss stehe, haben die wahrscheinlich aufgeholt. So, Gilbert ist jetzt auch so ein bisschen zumindest dran an uns. Und hinten kommen definitiv keine Einheiten mehr raus. Das heißt, wir können hier mit dir warten. Können hier mit dir warten. Und können hier mit dir warten. So. Ja gut. Sollten wir wohl mal den Bogenschützen rausnehmen erstmal, nicht wahr? Damit Bernadetta frei agieren kann. Ich weiß, wir könnten mit Bernadetta auch absteigen, dann hätten wir die Flugschwäche. Dann hätten wir die Bogenschwäche nicht mehr, aber hey. Should I have held back? Nee, ist schon in Ordnung so. Das ist schon gut so. Haben wir hier nicht... Auf den möchte ich bitte. 31 macht sie damit. Zweimal 14 mit der Eisenachs Plus ist ja im Endeffekt... Kommt ja aufs Gleiche raus, ne? Da muss ich ja doppeln wir mit der Stahlachs auch nehmen. Dann nehmen wir einfach die Eisenachs Plus. Und dann soll Petra ihn rausnehmen. Oder Bernadetta kann man regeln. Drei Schaden wird es ja wohl machen an ihm, oder? Oder? Bin mir gerade echt nicht hundertprozentig sicher. Nein. Wir machen tatsächlich 2x0. Ach, Bernie. Machen wir denn mit dir noch? Jetzt dein Pegasus kann sich doch in der Luft verstecken. Können wir eigentlich da stehen lassen, ne? Und Petra kriegt doch bestimmt den. Flame Spirit, protect me. Hard work created this. Schon wieder Speed. Stärke hängt sie ein bisschen nach. Ich weiß nicht, ob es an der Assassinen-Klasse an sich liegt. Dass die Stärke ein bisschen schlechter levelt. Ich schicke hier mal noch Ferdinand mit. Es tut mir schrecklich leid. Es tut mir wirklich leid, wenn ihr das hört. Up.
Gotta use your head sometimes. Ja, na dann. Okay, alle Schreie gehen daneben. So muss das sein. Die beiden, ey. Vor. Wobei nicht, dass der irgendwas gegen berittene Einheiten hat oder so. Ich meine, wir können ja mit den beiden dann hier unten wieder aufschließen. Ne? Das ist ja, also ist ja nicht so, als wäre hier zu und als müssten wir den ganzen Weg wieder zurückgehen. Das passt ja alles. Das passt ja alles ganz gut. So, und dann. Bernadetta. 2x10. 2x10. Vielleicht mit der Stahlaxt nicht. Den doppeln wir auch mit der Stahlaxt. Den nicht. Dann nehmen wir den mal mit Edelgard. Keine Panik, dann die Edelgard kriegt gleich eine Heilung. Dann darfst du ihn rausnehmen, Bernadetta. I thought I was dead. Did I get stronger? Naja, genau genommen nicht. Linhard, was ist er denn? Na toll, Linhard kann, kommt nicht, ist doch. Purgativ. Oh, wir bräuchten nochmal. Na gut, erstmal ihr da. A great help. Ran. Ohne Hubert. Und machen das hier mit Petra. Kein Crit, ich bin ja fast zu euch. I will not be stopping. Petra einfach alle Heilmittel kriegt und keinen Platz im Inventar hat. Ich lasse uns jetzt einfach mal stehen. Ich habe einen Schwertkämpfer dahin. Das ist lustig. Wow! Always getting strong. So. Hallo Gilbert. Ich freue mich. So, da wird Kevin jetzt ein bisschen geheilt. Zweimal 9. Zweimal 15. Der hat ein bisschen was auf dem Kasten, der Gute. So. Dann darf er den dann eben ausmachen. Only a fool challenges me. Ja, hat man hier so eine große Klappe, du hast gerade ganz schön kassiert. Trefferin. Wir warten mal, dann kann Dorothea im nächsten Zug nochmal ein bisschen passiv in der Gegend rumheilen. Dann möchte ich jetzt
Mit Linhard. Und mal einen Pfeil. Well done. Und dann weiterziehen, nicht wahr? Wollen wir den mal locken mit meiner da drin? Oh, hier geht der Bogenschütze mit drauf. Oh, hier auch. Oh, hier auch. Wie schön. Dann werden wir den Teufel tun und locken. Petra darf mal hier warten. So. Prima. So, Dorothea. Moment mal, wir ziehen mal Ferdinand nach hier. Dorothea hat ja schon Heilzauber. Ganz vergessen. Thank you. Heilen. So, und Linhard. Progativ auf etwa. I thank you. Am Ende werde ich uns eh sammeln, da wird Linhard dann entsprechend oder hoffentlich in Reichweite sein. If only my research had such results. Guter Level up. Vor allem die Resistenz bei Linhard ist Bombe. Selbst Hubert, also Hubert und Dorothea können da nicht mal annähernd mithalten. Super gut, um magische Einheiten zu blocken, Linhard, oder zu tanken. So, pass auf, dann möchte ich das doch jetzt mal... Du hast da auch diese plus 1 Scheiße, ne? Ja, das ist mir schon, dachte ich mir schon fast. Da können wir auch das Eisenschwert lassen, um ehrlich zu sein. Wir können entsprechend mal gucken, für wen die Herrschaften sich hier entscheiden, nicht wahr? Mal eins nach hier, damit wir Kesper voll ausschöpfen können, was Reichweite angeht. Hubert. So, und jetzt haben wir noch die beiden Gegner und dann können wir uns eigentlich mit allen immer voll nach vorne bewegen. Now you know your limits. Richtung Boss. Upsi, Elekard hat ihm etwas Latschen gehauen. Er geht auf uns. Yeah. Daneben. Bitte. Na, das wollte ich aber auch meinen. 37 dürfen wir mal daneben gehen. Ach ja, die beiden Kollegen. Vielleicht gehen die jetzt einfach links wieder zur Tür aus, weil sie die Schnauze voll haben und eh nicht mehr herkommen. Wer weiß, wer weiß. So. Guck mal, Kesper. Jetzt haben wir 10, reicht auch nicht ganz, ne? 17. Okay, können wir denn mit irgendjemandem vorbereiten? Bernadetta kann man bestimmt vorbereiten, oder? Okay. Ist ja gut. Ja, dann hätten wir ja nur noch im Zweifel illegal, aber da habe ich auch so... das Wurfball will ich jetzt da nicht nehmen, nur weiß ich nicht, dann mache ich jetzt halt keinen heißen. Dann haut Kesper halt einfach nur einmal drauf, ist auch gut. Soll mir auch recht sein. Yay! Let's put this to the test. Ja, putte das mal to the test. Bernie. Mach du mal. Ha!
So, dann darfst du hier mal warten. Die zwei kommen noch nach. Linhard, perfekt. Kann direkt mal wieder Edelgard heilen. Well done. Dann marschieren wir mal ein bisschen mal. Yo, Gilbert, super. Mach du die halt da hinten. Soll mir recht sein. Das soll mir doch absolut recht sein. Dann können wir eigentlich auch mal alle ein bisschen mehr sammeln. Kasper mal ganz an die Front, wohin gehört. Hübi auch. Und Bernadetta kann auch mal hier hin. Und die beiden kümmert sich jetzt bestimmt über Bord. Wunderbar. Ja, ich könnte jetzt auch irgendwie nach hinten ziehen, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich weiß, bei Catherine habe ich mich noch super drüber aufgeregt, aber da bin ich halt, da wäre ich halt auch leicht an die Gegner rangekommen, ne? Jetzt bestehen die Züge nur daraus, zum Boss zu kommen. Hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass sie einfach die Gegner hier hätten stehen lassen, so dass man halt konstant im ganzen Bereich der Map halt irgendwie ein bisschen was zu tun hat, ne? Child's play. Not enough. Die betteln sich jetzt in diesem und im nächsten Zug auf jeden Fall noch mit Gilbert. Child's play. Ja. Die binden Gilbert da ganz gut. Child's play. Spulen, ne? War das, wenn ich A gedrückt halte? War das so? Also, Dorothea. Ich warte jetzt mal und ziehe Dorothea nochmal in die Gruppe rein. Wobei, ich kann ja eigentlich auch alle erstmal hochziehen. Wir können uns ja sammeln vorm Boss. Der bewegt sich ja nicht. Greift uns an oder solche Spielchen. Also sprich, er hat ja nur die Reichweite in den Feldern genau um sich herum. So, wie war das jetzt? Kann ich hier schon cool, wenn ich A drücke? Nein! Ja! Child's play!
Also A gedrückt lassen und man spult halt. Der ist immer noch nicht getroffen. Und aber noch einen Zug gebunden. Hab ich jetzt kein allzu großes Problem mit. So, ich drehe die Map mal so. So, jetzt müssen wir mal gucken. Na, da das geschafft. I'm no stranger to battle. Ja, ja. Du bist der Beste, Gilbert. So. Ich will nochmal gucken. Ist wirklich nur ein Feld? Ist wirklich nur ein Feld. Hübi auf jeden Fall. Das war Petra. Ist aber auch nicht schön. Das ist Hübi. Ich will aber auf jeden Fall unsere magischen Einheiten ein bisschen um ihn rum platzieren. Und auch uns selbst, also alle Einheiten eigentlich mehr oder weniger um ihn rum platzieren, aus Gründen. Gilbert, treu jetzt erstmal ein paar Minuten, bis er wieder da ist. So, aber wir müssen jetzt auch warten, bis Dorothea da ist, auf jeden Fall. Möchte bitte Hubert noch da ziehen. Und da warten wir jetzt eigentlich nur noch, dass wir Dorothea ein bisschen nachziehen können. Entschuldigung. So, wir können jetzt eigentlich auch direkt schon drauf gehen. Wir sehen seine... Also Schutz ist 18 und Resistenz ist halt 3. Insofern sollten wir wohl schleunigst mal mit Magie angreifen, oder wie? Oder wie, oder was? Ja. So, mach. You think you can take the lance from me, huh? I'll kill you. I'll kill every last one of you. Ich glaube, wir schaden Hubert mit. Ja, das war ja einfach, ne? Not bad for your kind. A bunch of spoiled, rotten children. What the hell?
Look at that! I'm out of here! Hold on! Schwarze Bestie. That form. Oh my. Is this your first time fighting such a thing? Das habe ich ganz vergessen. Listen well to what I say. Also ich habe nicht vergessen, dass er sich verwandelt, sondern ich habe vergessen, dass wir ja zurückplatziert werden. Upsi, hätte ich mir die ganze Platzierei auch sparen können und ihn einfach direkt mit Hubert umboxen können. So, ja, Monster. Also, KP-Füllung. Wir gehen jetzt das Tutorial einfach mal durch. Die Folge wird ein bisschen länger. An evil power has caused them to grow quite large. Their life force is beyond a mortal like yourself. You cannot win unless you fell them twice. Or even thrice. Ja. Wir haben mehrere Lebensleisten, sehen wir gleich. Latente Fertigkeit. Even if you've cornered one, you cannot let your guard down. Those things are even worse when threatened. Barrieren und Verwirrung. Can you see that barrier? It is surrounded by great power. You must break through to fight that thing. A strong attack or gambit might help to break through more quickly. If you can break the barrier, that power will have nowhere else to go, and that will likely cause confusion for that thing. It cannot counter while confused, which means that is the best time to attack. Rüstungsschaden. If you break down all of their barriers, not only will they be confused, they will not be able to move for a short while. Without the power flowing around them, they will not be able to restore their barriers. You might even be able to get something from them. Strategeme. They have such might that they will not fear you alone. But a battalion could prove useful on that front. Attack them with a gambit to draw their attention and force them to target you. Wilder Angriff. Be on your guard when they have realized their full power. The damage caused at times like that is not contained to just one spot. Once they have charged some power up, their barriers will be restored. You really must pay close attention to those things. Distract them with a gambit, or just take them down before they can attack. In any case, think carefully before you act. Warum so sachkundig? But you should be conquering that thing instead of talking to me. If you're out of questions, get over there and fight! Das beste Tutorial ist der letzte. Such is the fate of one whose life is corrupted by a crest stone. How pitiable. The least we can do is put an end to his suffering. Ja, wir sehen, er hat drei Lebensleisten. Die Lebensleiste, die wir sehen, plus die zwei roten, weiß ich nicht, Punkte daneben. Heißt, wir haben es mit drei Lebensleisten zu tun. Gilbert schießt gerade ein bisschen vor. Ich würde gern, ja, wir müssen mal gucken, ne, halt einfach. Wollen wir es kommen lassen? Macht wahrscheinlich fast am meisten Sinn erstmal, ne? Strategeme brauchen wir. Ich vermute, es wird einen Grund haben, warum nur Gilbert drin steht. Dann soll das Monster halt erstmal nach vorne kommen. Weil wir kommen halt auf keinen Fall mit allen ran, also nicht mal annähernd. Nicht mal annähernd. Ich möchte uns mal nach hier stellen. Und möchte... Sammeln uns mal ein bisschen, ja.
in Hard 1 nach vorne, auch wenn es nur 1 ist, aber hey. So. Ja, machen wir. Sabbert ein bisschen. Aber sonst sicher zu. Sie macht schon zweimal neun. Ach nee. Die Beste macht zweimal neun. Oder in dem Fall nur einmal neun. Jetzt die Strategie mal ein. Gilbert ist jetzt halt hier ein bisschen hinderlich, ne? Leider Gottes. So, jetzt geht's los. Wer setzt Strategie mal ein? I'll show you a plan. So, damit hätten wir jetzt den Schutz. Damit hätten wir jetzt den Schutz im ersten Feld aufgehoben. Casper. Zweites. Ich habe bisher immer nur ein Strategien auf die angewendet, mit sie dann angegriffen. So, jetzt sehen wir, haben wir das zweite down. Und das dritte. Achso, Bernadette hat ja keins. Bernadette hat ja keins. Tja, ist es denn dann sinnvoll, schon anzugreifen? Wer könnte denn? Petra. Zweimal zu viel. Man muss auch immer gucken, wenn man die Lebensleiste auf 0 bringt. Also man kratzt nicht die zweite Lebensleiste an. Wir machen jetzt 24 Schaden. Nichtsdestotrotz machen wir eben nur 18. Schade, dass das ein Crit war. Und eine Lebensleiste zählt halt auch wie ein Kill und wie ein Boss-Kill. Und das war nicht so gut. So, seht ihr? So läuft das. So läuft das. Hübi. 2x14, 2x16, 2x14, 2x20 mit Todesgeheul. Wie viel war mit Morast B nochmal? Wir haben 15 übrig. In Hart. Schaden bricht da. Klingt mit Dorothy an, dann noch irgendwo die Zone, wo sie angreifen kann. Nicht wirklich. Weil Gilbert einfach nur dumm im Weg rumsteht. Und ich habe schon wieder vergessen, ich war nein! Aha! So! 2x14, das heißt, wir müssen 15 Schaden machen.
Ding. Au. Gruseliges Level Up. Genauso wie eben schon bei... Wer hat denn... Petra, glaube ich, ne? War auch nicht so geil. So, zweite Lebensleiste down. Wie gesagt, also man hat es ja im Tutorial gesehen. Ich habe es noch nie gemacht und habe alle vier Barrieren zerstört. Und wenn ich das richtig verstanden habe, können sie nur dann auch mal irgendwie spezielle Gegenstände droppen, wenn man quasi alle vier Schilde downhaut. Nun, jetzt aber, wo wir schon mal da sind und wo wir vielleicht schon mal das Schwert des Schöpfers in der Hand hätten, könnten wir ihn nicht töten. Mit 2x22. Oh je. Das war so nicht geplant. Benedetta. Sag mal 12, du kriegst 19. Yes! Es ist Tekrit. Ja, ja, es ist super gefährlich, aber... wir killen ihn jetzt mit dem... Also die Reliktwaffen... Reliktwaffen heißen die? Reliktwaffen heißen die, glaube ich. Die machen halt massiven Schaden gegen Monsters. Und deswegen nehmen wir jetzt einfach mal unser Schwert des Schöpfers. Und machen dem mit einem kleinen Leck den da aus. Yo, nehme ich mit. Er spricht sehr undeutlich. Goddess, the beast is gone, yet Miquelon and the lance remain. It is done. Let's retrieve the lance and depart at once. Abgeschlossen. Helden ist Petra und ich muss hier weiter drücken. Ich würde aber sagen, wir machen an dieser Stelle einen Schnitt und hören uns die Gespräche etc., die kommen in der nächsten Folge an. So machen wir das. Ich sage bis hierher, danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.